So, und da sind wir auch wieder. Ich habe extra gewartet. Hier unser Team im Moment. Ich wollte John 2.0 live auf Level 27 bringen. Weil wer weiß, was da kommt. Aber es das heißt, da sind wir wieder. Es ist wahrscheinlich schon die nächste Episode. Ja. Gut. Also nicht mehr viel, dann ist John 2.0 auf Level 27. Und wer weiß, vielleicht entwickelt er sich ja. Ich würde es verdammt immer feiern. Bam, bam, badam, bam, bam. So. Wir speichern. Weil speichern ist immer gut. Ich wollte eigentlich direkt nach dem Training speichern, aber dann mache ich es halt jetzt. So. Goddammit. Einer noch. Einer noch und dann sind wir fertig. Wir sind für die Arena gewappnet, denke ich. Ich wüsste nicht, was uns jetzt noch im Weg stehen würde. Deswegen mach mal, easy peasy lemon squeezy. So, Enteron wird dann wahrscheinlich auch das letzte Pokémon sein, das John 2.0 braucht. Für sein Level, nicht unbedingt für seine Entwicklung, aber für sein Level. Und die Spannung steigt. Nö. So, ihr habt 2 Minuten eures Lebens verschwendet. Ich wusste es ja selber nicht. Woher auch? Dam, dam, da, dam. Ansonsten nichts ist großartig passiert, außer dass Jailripper Agilität lernen wollte, aber ich kein großer Fan davon bin, also es weggelassen habe. Hier die Werte. John 2.0 hat wirklich eine sehr gute Spezialverteidigung. Und Angriff und Verteidigung kommen so langsam in einen guten Bereich. Bei Buttocks sieht man, Spezialangriff ist sehr geil. Verteidigung, Spezialverteidigung ist auf jeden Fall oben dabei. Angriff ist nicht schlecht, Initiative ist schlecht. Bei Enis, Angriffsverteidigung ist ein Monster, der Typ. Spezialangriff, Spezialverteidigung. Also die Spezialverteidigung geht, der Spezialangriff nicht, die Initiative auch nicht. Slow Girl ist witzigerweise schneller als Enis. Trotzdem sau langsam. Spezialverteidigung und Spezialangriff sind sogar ganz gut. Die Verteidigung und der Spezialangriff sind natürlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Jailripper mit einem hohen Angriff, einer hohen Initiative. Verteidigung, Spezialverteidigung ist auch noch in Ordnung. Spezialangriff ist wohl ganz unten dran. Und zu guter Letzt Tauboss Adler, unser Tauboss. Sehr schnell. Angriff, Verteidigung sind gute Werte. Spezialangriff, Spezialverteidigung sind auch noch okay. Aber ja, von Attacken her gab es sonst tatsächlich nichts Wichtiges. Also gehen wir einfach mal in die Arena, denke ich. Worte sind nutzlos, lass deine Fäuste sprechen. Bin mal gespannt. Er hat zwei Pokémon, das heißt, beide werden unter 27 sein. Wundert euch nicht, beide sind unter 27. So. Ich bin mir sogar am Überlegen,
Ob wir vielleicht dann vor der nächsten Episode nicht vielleicht doch nochmal eine kleine Trainingsmontage machen, was hauptsächlich daran liegt, dass das stärkste Pokémon von Jasmin, glaube ich, Level 35 ist. Und tut mir leid, aber das ist mir persönlich zu gefährlich. Ich wollte gerade sagen, ey. So, John 2.0 bekommt noch ein paar Erfahrungspunkte. Corazon. Corazon. Eieieiei. Eine Corazon. Gibt's, glaube ich, in Wirklichkeit nur in Oliviana City? Und das mit der Angel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch unter Steinen sein. Ich weiß es nicht. Aber persönlich kein so gutes Pokémon. Glaube ich. Hab ehrlich gesagt mich noch nie wirklich mit nicht viel mit einem Corazon beschäftigt. So, wunderbar. Bugcatcher and wurde besiegt. So. Enes setzt Stärke ein. Apropos Enes. Mach mir mal das. In die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Na, das sehen wir dann. Gut, Bugcatcher Dudley mit einem Pikachu. Wir haben ja bei der Trainingsmontage, wer sie verfolgt hat, ich finde es immer ganz witzig, weil die Musik dann so lustig klingt. Wer sie verfolgt hat, hat gesehen, wir hatten tatsächlich einen Raichu kurz als Gegner. Es ist schon fast schade, es nicht als fangbares Pokémon gehabt zu haben. Ein Tauros, den erledigt Enes ebenfalls. Dann mach du Raserei. Wir Fußkicken. Er verfällt in eine Raserei, macht aber Hornattacke. Das heißt, Raserei bringt wiederum nichts. Deswegen ist Raserei so eine, ich sag mal, dubiose Attacke. Noch ein Fußkick. Um das Ganze zu beenden. Und ein Ibitak. Bei Ibitak darf Slowgirl ran. So. Riecht erstmal einen Schnabel ab. Oh ja, ein schöner Surfer. Furienschlag. Jeder weiß, Furienschlag. Wir leiden 3 Treffer und setzen noch einmal Surfer ein. Das war's dann nämlich auch mit Ibitak. Wir gehen nochmal zurück, uns heilen. Und dann ist auch Hartwig dran. Wenn er überhaupt noch Hartwig heißt. Lassen wir uns überraschen. Wir haben noch keinen lächerlichen Namen für den nächsten Orden einfallen lassen. Es ist eigentlich sehr selten, dass das nicht sofort passiert, ne? Ich bin auch von mir enttäuscht. Vielleicht. Nee, na. Ich überlege mir noch was. So, Boy. Mit wem fange ich denn an? Ich würde schon fast sagen, Sicherheitshaber mit Buttocks. Wahaha, du hast es also hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich eine harte Brocke bin. Meine Pokémon werden sich in der Grund- und Boden rammen. Pass dich auf! So, jetzt hast du dich erschreckt, wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun, das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen.
Nachher schlägt er mir noch aufs Maul, du blöde Sau. Dancer Jessica. Okay, ein Level 27 Pikachu. Setzt Doppelteam ein. Da umso besser, dass wir mit Giftpuder getroffen haben. Ich wäre für Enes, ganz ehrlich zu sein. Oder ich lasse Buttox drin. Ich glaube, ich lasse Buttox drin und setze Säure ein. Nee. Ich wechsle auf Enes. Er kann Slam. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Slam ist zumindest, dagegen sind wir resistent. Wenn er denn treffen sollte. Ansonsten. Oh, er kann Donnerblitz. Ja, unser Pikachu war. Sparky war nicht so weit davon entfernt, um ganz ehrlich zu sein. Schade eigentlich. Perfekt! Enes erreicht Level 28. Er versucht Steinhagel zu lernen. Das löst ihr Steinwurf perfekt ab. Und ein Magnetilo. Ich habe ehrlich gesagt mit ein paar anderen Pokémon gerechnet. Aber es ist ein Magnetilo Level 30. Und das ist ein gutes Training für gegen Jasmin, weil die hat ja auch ein Magnetilo. Level 30, glaube ich sogar. Aber das ist fertig. Enes hat den Kampf gerockt. Dancer Jessica würde sagen, Wachuch, ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist es. Jetzt lass ich mir was Doofes einfallen. Du bist es starkes Mannesordens würdig. Er dir hält starkes Mannesorden. Durch den starkes Mannesorden gehorchen dir alle Pokémon bis 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier nimmt auch dies. Das ist, glaube ich, Wuchtschlag im richtigen Spiel. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Also wie ein starker Superschall. Ah, für uns ist es aber Aurora-Strahl. Das ist natürlich eigentlich geil. Besonders für zum Beispiel Slow Girl. Ja, auf jeden Fall, komm. Das finde ich echt cool. Scheiß auf Tackle. Oder Aquaknarre, weil ich schon eine Wasserattacke habe. Scheiß auf Aquaknarre. Alter, ein Aurora-Strahl. Nice. Nice, nice, nice. Enes konnte es auch lernen, weil es ja normalerweise Wuchtschlag ist. Das ist der Grund. Das ist auch wirklich der komplette Grund. Bam, 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 bam. Perfekt. Du! Gib mir einfach die VM. Vielen Dank. Jo, jo. Okay. Dann wird Fliegen eingesetzt. Auf Adler. Adler versucht Fliegen zu erlernen. Ja, bitte. Und zwar Tackle, weil wir können Ruckzuck-Hieb. Wirbelwind möchte ich erstmal noch behalten. Das kann man nachher noch wegschmeißen. Und jetzt wird zum ersten Mal geflogen. Wir können zum Beispiel nach Azalea. Und in Azalea. Hey, okay. Du. Er ist gerade fertig geworden, er hat aber lang gebraucht. Okay. Ach. So.
Ja, was hättest du denn gern? Wie wär's mit Rot? Dann hole ich mir die. Na, schon mir die. Ups, das wollte ich nicht. Da wir fliegen können. Adler, fliegen. Und zwar erstmal nach Teak City. Ich muss nämlich unbedingt was gucken. Also erst einmal, waren wir uns schon heilen? Ja, waren wir schon. Sorry, mein Fehler. Und zwar, ob hier drüben einer steht. Nö, da steht keiner. Gut, dann machen wir das Abra fertig, wenn es sich nicht vorher fertig selber macht. Selber fertig macht. Babu. Sehr schön. Und wir fliegen weiter. Adler fliegen nach Oliviana City. Dort gehen wir jetzt erst einmal in den Leuchtturm. Bam. Und gehen einmal ganz hoch. Einmal ganz hoch. Um die Medizin abzugeben. Und ich glaube, wenn wir dann ganz oben sind, können wir wieder raus. Und dann war es das für heute. Eigentlich, ja. Groß und Ganzen war es das dann. Ba, 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 ba. Ach, habe ich einen Fehler gemacht. Natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar müssen wir ja hier rein. Perfekt. Ja. Sei bitte nicht beleidigt. Affi nimmt jetzt nur von mir. Amphi, wie geht's dir? Oh, er ist wieder am Leuchten. Palu, 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 palu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Ja, danke für die Belohnung, die ich bekommen habe. Nicht? Blöde Bitch. Ganzen weiten Weg und wir bekommen nicht mal irgendwas. Ich kotzen. Aber naja. So, eigentlich. Tja, wir haben einmal Säure benutzt, komm. Ich gehe mit euch nochmal in meine Pokémon durch und dann würde ich sagen, das war's. Weil ich habe eigentlich heute nicht so viel Zeit gehabt und bin jetzt schon wieder fast 20 Minuten drüber. Und nachher wird es wahrscheinlich, also nächstes Mal wird es wahrscheinlich noch einen Trainingspark geben. Aber jetzt erst einmal unsere Pokémon. Batox, Duflor, Wundersalbe, Absorbersäure, Giftpuder, Schlafpuder. Hier die Werte, die haben wir ja eigentlich schon gesehen. Enes Level 28. In ein paar Sachen sehr gut, sehr, sehr gut, in ein paar Sachen weniger gut. Steinhagel Stärke, Ruckzuckhieb, Fußkick. John 2.0, Tackle, Ruckzuckhieb, Sandwirbel, Rutenschlag. Hier natürlich die Spezialverteidigung sticht heraus. Ich hätte aus John 2.0, um ehrlich zu sein, gerne einen Nachtara. Obwohl ich Psyana mehr mag. Naja. Slowgirl, Lamus sind schon geile Werte, bis auf die Initiative. Aurora-Strahl, Surfer-Tackle, Konfusion. Schick, schick. Gyrupa, auch noch nicht entwickelt. Irgendwann kommt das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft bei den Randomized. Ich glaube, es war Level 30 oder 40. Ruckzuckhieb, Zerschneiderverfolgung, Trugschlag. Einen sehr guten Angriff.
Verteidigung, Spezialverteidigung sind auch noch in Ordnung. Und es ist so schnell. Und zu guter Letzt Adler. Mit wirklich eigentlich relativ ausgeglichenen Werten mit Spezialangriff, Spezialverteidigung. Aber umso mehr Fokus wird eben auf den Angriff gelegt. Besitzt die Fleckenroute, Windstoß, Ruckzuckhieb, Fliegen seit neuestem und Wirbelwind. Mein Name ist Eddie Wingmann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt, Let's Play Pokémon Silber, die Randomized Nuzlocke Challenge. Bis dahin. Ciao.